bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Muin, 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 muin. Ey, wir laufen falsch, wir laufen falsch. Warum geht der Verfluchter? Er hat doch. Da müssen wir lang. Der hat keinen Plan. Ruhe, ich werfe gerade aus. Nein, bitte, mach. Ich laufe auf jeden Fall nicht diesen Crackhead da hinterher. Guck ihn dir mal an. Digga, wir laufen hier einfach mitten am Abend durch Madrid und wissen nicht wohin und verfolgen. No problema! Ellie meinte gerade eben, ob Ellie das Video gefilmt. Nee, ob Ellie das Video hat, wo der Hund drauf ist, der so läuft wie er. Sogar hier, guck mal. Ist das krank. Ey, ich hab Hunger, ne? Was? Also ich gebe jetzt mal einen verrückten Call und da kann mir jeder Real Madrid-Fan schreiben, jeder Barcelona-Fan sogar und jeder Messi-Eierkraulende Wichser auch. Ich finde, Cristiano Ronaldo, seine Leistung wird viel zu wenig honoriert in Madrid. Also weißt du, was ich meine? Eine Statue hier. Hier hat eine Statue. In der siebten Minute muss immer applaudiert werden. Oder ein Sühl kommt. Ja, so kurz. Ja, so ein kurz. Ja. Also das ist mir viel zu wenig, was Madrid so Cristiano gibt. Ich probiere es nochmal auf Spanisch für dich, dass er mich auch versteht, falls er das Video sieht. Cristiano, você é o melhor jogador do mundo. Sehr schön. Neuer Tag, neues Glück. Ich nehme euch heute wieder einfach auf ganz spontan, auf ganz trocken mit. Genießt das Ganze, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Vielen, vielen Dank, Freunde. Tell me his name again. Ich seh dich nicht unter dem Bild, so viele Baddies von mir. Digga, Sydney schaut am Morgen aus wie ein alter Opa. Der hat gerade einen Tee in der Hand. Finde ich cool. Ich bin gestern zu Starbucks gegangen, hab mir Matcha. Ehrlich. Na, weiß nicht, was ansteht, aber es steht auf jeden Fall was an. Ich nehme euch mit, es wird einfach wieder so ein schlechter Vlog wie gestern. So, Mr. Icon, gib mal ein Update. Was geht denn heute? Also, Sydney guckt sich die Stadt an. Geil. Sydney guckt sich die Stadt an. Das ist geil. Sprechen, Bilder, Videos und kennenlernen. Okay, und Sydney guckt sich die Stadt an. Bis dann. Also das ist wirklich eine verrückte Theorie. Da steht Camavinga-Haus und da sind Trikots von Vinicius Junior und so. Und wir haben, glaube ich, den Friseur getroffen und hier baut jeder. Das ist ein Snapchat-Ding, Bro. Yes. Schaut Snapchat. Ja, ihr Leute, Sydney Wicker, check mich auch mal. Bald Deal, Snapchat, gib mir Deal. Ich schwöre, das ist so verrückt, dass Sydney auch immer zufällig dahin muss probieren müssen. Ich muss warten. Ich muss warten, bis wir gehen. Der Flug ist um 20 Uhr. Wenn ihr dieses Bild irgendwann mal auf Instagram seht, dann schreibt dazu Icon League Winner 2024. No cap. Mein Bart kommt zum Vorschein, meine Locken kommen zum Vorschein. Super, super gemacht. Machen wir weiter, hä? Zu deiner Rechten, dein Geschäftspartner. Links. Ja? Ja, rechts. Von den Leuten links. Ja, ist dir eigentlich mal bewusst, so, du, ich glaube, bist du das durch den Kopf gegangen, so? Ja. Schreib mir. Ja, wir haben Hallo gesagt, bist gestern über Spiel geredet. Super cool. Ja, und er hat auch noch so gesagt, er hat jetzt einen Tag frei bekommen und er sagt so, ja, der Carlo ist da ganz entspannt. Hat er gesagt, ja. Ich mach hier ganz TikTok-Format, ich bin am Acker. Ja, aber wenn ich einen TikTok-Tanz will, machst du nicht mit, ne? Ja, ne? Merkst du selber, falscher Ehrgeiz sonst. Lustig? Roat, lach nicht. Hugo und Roat wieder sicher richtig am Abfeiern. Das ist einfach nur eine Banane, wie jeder andere Mensch. Digga, wie krass ist das denn? Ja, ich schwör. Voll krasser Zufall, dass du irgendwie hier so chillen kannst, Alter. Danke. Dass du so reinpasst. Hier gibt's gerade zu essen. Ich chill hier. Ab und zu dreh ich ein paar TikToks. Ja, also du liest sie vor. Achso, vielleicht. Ich selber TikTok. Ja. Wir haben gerade mit TikTok, ich und Willi haben gerade einen TikTok gedreht, der war geil. Ja? Er ist schwanger. Gib mal so ein bisschen Feedback, wann man announcen kann. Nächste? Member. Das dauert, glaube ich, ne? 3 Wochen oder so. 3 Wochen? 3-4 Wochen wird es dauern. Und jetzt in die Kommentare Wünsche und eure Vermutungen. Und spekulieren ein bisschen. Das nervt mich, weil ich so krass mit Cristiano Ronaldo. Halt die Presse, Cristiano Ronaldo. Wenn Cristiano Ronaldo hier Geh wäre, weg. Dann würde ich hier ganz andere Sachen machen. Das würde ich gar nicht mehr. Nee, ich sag, wenn Cristiano hier wäre, wäre ich mit dem Tanga auch. Aber ja. Manche denken das. Ja, ist ja kein Problem. Also so ein paar, sollen, weißt du? Sollen sie nee, denken. Sollen sie denken. Aber ich sag ehrlich.
Soll ich einen kleinen Sneak Peek geben? Alter, nee, kann ich nicht. Wie viel Sass hast du gerade? Ich glaube 45 ungefähr. Okay, bei 47. Ja, bei 47. Okay? Ja, ja. Okay, gut. Ja. Deal. Also, man macht keinen Kopf, weil sie nach oben machen. Nicht so, sondern oben und drücken. Ja, dazu. Noch einer. Bist du ja! Nur mal für die Leute, dass ihr versteht, was wir eigentlich machen. Wir nehmen hier heute den ganzen Tag in Spanien Content auf. Und ich schon. Ja, und Sidney schaut sich das an. Ich und Eli arbeiten. Ansonsten wird der Vlog eigentlich wirklich für euch so sein, dass es einfach nur komische Momente gibt. Sidney, dein aktueller Bodycount? Oh, why always me? Ihr habt hier meine Hand auf Kamera. Wenn du ihn drehst, blow. Wenn ich mit Fuß treffe, blow. Hier ist der perfekte Beweis, wie du Leute triggern kannst. Ich poste das jetzt nur, um Leute zu triggern. Hab jetzt meine Meinung geändert. Find Fenner doch geiler als Gala. Achtet mal drauf, wie viele sich darunter treffen und jetzt kommentieren. Ganz viele Cats. Achtet einfach nur drauf. Genießt die Show und lacht in den Kommentaren darüber. Mein Pro trägt mittlerweile XL. Ich habe schon Anfang letzte Saison, die Les Sports erste Saison, habe ich schon XL getragen. Also für alle, Melle ist auch jetzt dazu gekommen. Erstmal hallo Melle. Hi. Melle war ein bisschen Sightseeing in der Stadt ohne Sidney, weil der keine Lust hatte. Ja, Sidney hat hier den Vlog gefilmt. Ja, der war Kameramann. Genau. Ja, ja. Aber Melle, du hast jemanden in der Stadt getroffen, ne? Ja, und sie meinte, sie wollte unbedingt dich treffen. Die weibliche Community bei mir ist mittlerweile crazy. So, für mich geht es jetzt erstmal wieder Richtung Flughafen. Es war ein unglaublicher Tag. Wir haben sehr, sehr, sehr coole Sachen aufgenommen für die Icon League. Ich durfte auch Toni Kroos kennenlernen. Wirklich, Freunde, ich sage das selten, beziehungsweise wenn ich sage, dann meine ich das zu 100% ernst. Das, was auf euch zukommt, wird absolut geil und wird einzigartig. Also die Leute, die dahinter sind, die Leute, die davor sind mit Eli, Toni Kroos, meiner Meinung nach die absolute Elite, was in dem fußballerischen Bereich abgeht und was auch in dem Internetbereich abgeht mit den zwei. Und dann hast du halt auch noch ein paar Quatschköpfe dabei, wie beispielsweise mich. Dann hast du einen David Alaba dabei und es werden halt auch noch wirklich, wirklich krasse Leute in den nächsten Tagen und Wochen announced, was so heftig ist. Deswegen bedanke ich mich überhaupt erstmal bei Eli für das Vertrauen. Ich glaube, danke Eli, dass du das Ganze ermöglichst, beziehungsweise da an deinen verrückten Freund denkst. Und das ist nämlich nicht selbstverständlich und ich werde euch eins versprechen, Freunde. Wir werden die Icon League rasieren, wir werden das ganze Ding rocken, Alaba und ich. David konnte nicht da sein wegen seinem Kreuzbandriss. Der ist gerade in Österreich bei Behandlung. Aber wir wünschen an der Stelle da auch selbstverständlich eine gute Besserung und eine schnelle Genesung. Und ich nehme euch jetzt mal Richtung Flughafen mit. Ich weiß nicht, wie das Ganze noch wird, aber wir sehen uns in den nächsten paar Sekunden. So, ich bin gerade am Flughafen. Ich habe locker flockig den Control-Check bestanden. Ey, ich gebe euch jetzt mal einen Call. Ich finde spanisches Essen eine 6 bis 7 von 10. Aber ich finde die Sprache Spanisch 10 von 10. Die hört sich so geil an. Alles auf Spanisch hört sich besser, cooler und attraktiver an. Spanisch ist wirklich eine mächtige Sprache. Bitte in den Kommentaren Feedback geben, ist mir wirklich wichtig. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, wer die Preise macht und woher diese Preise kommen. Aber ich habe mir gerade was zum Trinken gekauft für den Flug, weil ich mir halt dachte, okay. Also ich habe mir einmal hier Vitamin Well geholt und
so ein anderes Wasser, einfach um zu testen. Ich mache das voll gerne, um einfach zu testen, so, was macht in Anführungszeichen die Konkurrenz? Mal gucken, wie das schmeckt. Und jetzt aber, ganz kurz anschneiden, das Ganze, ich gebe euch jetzt eine Sekunde Zeit, um in die Kommentare vielleicht mal zu schreiben, was ihr schätzt, was das gekostet hat. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich dachte ganz kurz, puta madre, 9,25 Euro. Für die zwei Flaschen habe ich gerade 9,25 Euro ausgegeben. Stellt euch mal vor, es wird Literwelt eine Flasche für 4 Euro am Flughafen verkauft. Die Leute würden uns jagen. Ich schwör's, wir haben eine Stunde Verspätung. Kenne ich normalerweise nicht von der Lufthansa. So, Freunde. Der Vlog neigt sich das Ende. Ich bin jetzt gerade, es ist 22.07 Uhr, zurück in München. Ich muss noch mal sagen, ich hatte einen unglaublich schönen Tag in Madrid. Ich habe es absolut genossen. Super viele neue Leute kennengelernt. Einen fünffachen Champions League-Sieger kennengelernt. Nein, ich rede nicht von Eli, sondern von Toni Kroos. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Vlog, beziehungsweise einen coolen cooles YouTube-Video. Ich bedanke mich bei euch wirklich vom Herzen. Mich würde es extrem freuen, wenn wir die 600.000 knacken. Wenn ja, zeige ich euch, warum wir sie knacken. Weil jetzt werde ich noch das Parkticket bezahlen müssen. Und das knallt rein. 82 Euro? Oh mein Gott, ich muss was anderes probieren. Achtung, ich bin in der Südstadt aufgewachsen. Einmal Straße. Immer Straße. Auf keinen Fall nachmachen, ich habe den Trick von Rohat. Rohat gibt solche Tricks. Dieser Trick nennt sich Eimerstraße, Immerstraße. Young and wild and free forever. Auf keinen Fall nachmachen. Ich unterstütze das Ganze nicht, toleriere das Ganze nicht und ich distanziere mich zu 100%. Hallo, mein Name ist Kevin und ich habe gerade mein Parkticket reingemacht und die Schranke ging nicht hoch. Leider, das müssen Sie zum diese Kassenautomat, was Sie bezahlt haben, da rufen Sie den Lufthansa, dann muss ich danach rufen, dann kriegen Sie ein neues Ticket. Okay, auf Wiedersehen. So, habt ihr mich gefickt. 82 Euro, München Flughafen. 82 Euro. Also, falls ihr das Video bis hier geschaut habt, ne? Auf keinen Fall nach machen. Gehört sich auch nicht. Kompletter Quatsch. Ich hätte am Ende so oder so gezahlt. Komplett random, aber Toni Kroos hat noch für mich, Sidney auch, aber ich rede jetzt nur für mich, ein unterschriebenes Trikot mitgegeben. Da steht, für Willi, mein bester Freund, du bist der geilste Typ der Welt. Wir sehen uns nächstes Jahr bei Real Madrid. Und hat halt doch unterschrieben. Deswegen gebe ich jetzt einen folgenden Call. Ich werde das nicht verlosen. Nein, sowas verlost man nicht, weil das wäre respektlos. Das hat er extra für mich signiert. Ist mir eigentlich noch ganz kurz eingefallen, nachdem ich hier zu Hause angekommen bin. Deswegen verabschiede ich mich jetzt wirklich mit einem dreifachen Hip Hip. Hurra. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr abonniert habt. Und wir sehen uns diese Woche, wenn es wieder heißt. Letzte Info für alle, die es noch nicht gemacht haben. Wenn ihr irgendwie Glück haben wollt, wenn ihr eure Freundin in der nächsten Zeit beglücken möchtet, beziehungsweise befruchten wollt, beziehungsweise ihr ein ganz neues Erlebnis in eurer privaten Liebesleben zeigen wollt, holt euch VitaWelt. Testet es, glaubt mir, VitaWelt Gum ist auf dem Markt, VitaWelt Tee und VitaWelt Normal ist es da. Probiert es, ihr werdet es nicht bereuen. Trinkt VitaWelt. Trinkt, um die Welt zu verbessern. Trinkt, um ein besserer Mensch zu werden. Trinkt, wenn ihr eure Mutter liebt. Trinkt, wenn ihr eure Freundin liebt. Ist so High School Musical American Pie.